So, in diesem Video stelle ich euch die Frühkäufer-Bonusobjekte vor. Das sind drei Stück. Einmal haben wir hier diese Maske, dann haben wir die Spieluhr und ein Familienporträt gibt es hier auch noch. Und die bekommt ihr, wenn ihr das die Sims 4 Leben und Tod Erweiterungspack bis zum 12. Dezember 2024 euch kauft. Ne, bei allen teilnehmenden Händlern guckt mal in die Beschreibung auf der Produktseite, ob das bei euch dabei ist. In der EA-App und in den Konsolen-Stores ist es mit dabei. Dann haben wir die Spieluhr, die würde ich euch gerne mal zuerst zeigen. Die ist nämlich richtig schön gemacht. Die kann man einschalten, wenn man draufklickt. Und Festival kommt nicht. Aber die hat richtig schöne, die heißt... Nee, Trauertöne heißt das. Habt ihr es erkannt? Ja, das ist die Sims-Titelmusik. Sehr cool, in etwas Spieluhr-Thematik natürlich gemacht. Dann haben wir das neue Porträt. Oder wir gucken uns hier nochmal die Farboptionen an. Die habe ich euch alle rausplatziert. Also die Spieluhr gibt es in diesen Farben. Und wenn man die einstellt, dann kann man die, läuft die eben so, klappt die sich auf. Das Coole ist, man kann die auch im Live-Modus mit der Hand verschieben und man kann die auch ins Inventar packen, ne, und mitnehmen einfach und dann überall auch platzieren, ne, wenn man unterwegs ist. Ist richtig schön gemacht. Oh, bei mir ist gerade Gewitter. Da haben wir dann das Familienporträt. Das gibt es in diesen Farben, das habe ich euch hier schon mal rausplatziert. Und da kommt automatisch die Familie raus, also ein Bild der Familie. Auch in relativ guter Qualität, muss man sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und man kann sogar die Pose ändern. Also wenn man auf das Bild klickt, kann man die Pose quasi sperren. Dann ist sie gesperrt, ne? Dann ändert man die nicht aus Versehen. Man kann Pose zufällig wählen und dann ändert sich die Pose auf dem Bild. Und das ist immer auch wie, wenn man die Sims erstellt. Ne? Man erstellt einen Sim, dann haben die auch so Posen, die man wechseln kann. Und die haben sie da übernommen. Der Hintergrund, der ist immer gleich. Man kann dann noch das Porträt-Outfit wählen. Also sogar hier Alltagskleidung oder Ausgehkleidung oder Badekleidung. Also das kann man auch auswählen. Und dann haben die die Klamotten an. Ich finde es sehr cool, weil das hat echt was. Ja, richtig schöne Rahmenfarben gibt es auch. Das sind alle. Ich habe euch mal alle rausplatziert. Wir haben verschiedene Goldtöne, aber auch so schwarz. Schwarz-Weiß-Töne und Abstufungen davon. Ein bisschen bräunlich, kupferbräunlich, Gold gibt es auch noch. Und ja, finde ich richtig schön. Also schade, dass es da nicht vielleicht noch einen modernen Rahmen gegeben hat, aber ja, man nimmt so mit, würde ich mal sagen. Aber finde ich sehr cool mit den Posen und so weiter und dass man die ändern kann und sogar die ja, die Outfits ändern kann. Man kann das dann hier noch wertschätzen, ne? Und ja, mal gucken, was da passiert. Und dann gucken wir uns noch die Maske an. Da gibt es nämlich auch noch einige Farboptionen. Bei mir gewittert es hier. Meine Güte. Das Gemälde heißt übrigens Ewiges Vermächtnis. Und die Spieluhr heißt Trauertöne. Und die Maske heißt Gefiederte Eleganz. Jungs, ich schätze das jetzt hier wert. Ist da was anderes dabei? Ja, Elternfreuden-Gameplay, das hat nichts damit zu tun. Porträtwert, eine Glücklichstimmung gibt das hier auch. 2 Stunden immerhin. Versprühen Wärme und Gemütlichkeit. Gut, dann gehen wir in den Erstelle einen Sim. Gucken uns die Maske an. Ja, ist auch immer, also ich finde die Spieluhr ganz süß. Das ist so was Nettes auch. Mag ich, sowas Detailreiches. Das Familienporträt finde ich der Hammer. Das kann man bestimmt auch oft verwenden und ich finde das toll, weil das so was Persönliches eben auch ist, dass da wirklich auch die ganze Familie, also der ganze Haushalt, den man da eben gerade spielt, dann dort automatisch sichtbar wird. Das wird automatisch sichtbar, also wenn man es platziert aus dem Baumodus, dann ist das Bild dann direkt dann auch da der aktuellen Familie. Also es ist nicht die Grusels oder so, es ist wirklich die Familie, die ihr gerade spielt. Das nochmal als Ergänzung, falls sich einige fragen. So, da haben wir die Maske, guckt euch mal das an. Ja. Die weiße war noch eine der eher weniger schönen texturierten. Das ist schon der Hammer. Also finde ich richtig schön. Aber die Maske, ne, das ist so mal ganz cool. Aber ja, das Familienporträt werde ich, glaube öfter nutzen und die Spieluhr. Aber richtig schön auch, oder? Krass.
Ja, das gibt's kostenlos, wenn ihr euch das Pack, wie gesagt, bis zum 12. Dezember 2024 in teilnehmenden Stores kauft. Das heißt, in der EA-App, ne, zum Beispiel Epic Games Store oder Steam, aber auch PlayStation 5 oder Xbox Stores. Dort könnt ihr es euch auch holen und dann ist es dabei. Wenn ihr es euch bei anderen Händlern holt, dann müsst ihr die Beschreibung lesen, ob das da mit dabei ist. Sollte auch dabei sein bei allen offiziellen Händlern, aber guckt das am besten nochmal nach. Ja, was sagt ihr denn dazu? Gefällt es euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen lieben Dank euch und ja, bis denn. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.